Ich begrüße Sie euch hier im Namen unseres Teams und es ist einmal der Verein HD Text Plus, der sich der Förderung fachbezogener Hochschuldidaktik in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften verschrieben hat. Und gemeinsam machen wir das mittlerweile das zweite Mal erfolgreich mit dem Projekt LIT Plus, Lehrpraxis im Transfer. Das ist ein sachsenweites hochschuldidaktisches Verbundprojekt mit Da sind dann Ausstellungsvorbereitungsseminare sehr interessant, weil sie vom Diskurs wegführen zu einer Praxis. Das ist sozusagen für viele Studierende das erste Mal gewesen, dass von ihnen praktisch was verlangt wurde, was aber gleichzeitig nicht unterdrückte, dass sie das als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler taten, also mit Wissen um die Sache. Wenn wir mal annehmen, ein Hochschulabsolvent der Geschichte und Politikwissenschaft als Beispiel, der also als Nachwuchskraft im, sagen wir, Deutschen Museumsbund tätig wird und dort die Aufgabe übertragen bekommt, eine Fachtagung zu organisieren, so wie hier. Titel Inklusion und das Museum von morgen, und dazu soll er nun alle anstehenden Aufgaben erledigen. Stellt sich die Frage, wie hat ihn sein Studium darauf vorbereitet? Ich glaube, dass Studierende grundsätzlich mit der Fähigkeit ausgestattet werden, Dinge zu beschreiben, mit bestimmten Phänomenen umzugehen und diese erst einmal nur in ihrem bloßen Tatbestand zu beschreiben. Das Berufsfeld, in dem wir unterwegs sind, das kennt keine festgeschriebenen Berufe mehr. Genauso wie ich Quereinsteiger bin, ist es eigentlich jeder in meinem Team. Die Herausforderung ist eben, das beides zu kombinieren, sich die Zeit zu nehmen, wirklich in Ruhe zu studieren und sich vor allem selbst zu finden. Wenn ich Workshops gebe für Studierende, die in die Gremienarbeit geben und deswegen auch Modulpläne erstellen und Ähnliches, dass ich denen immer sage, dass die Qualifikation, die man mit jedem Studium an der Universität zumindest erlangen soll, ist, eine wissenschaftliche Karriere einzugehen. Und vielleicht ist es sogar das primäre Ziel. Ich glaube, das Elementare an Lehre in den Geisteswissenschaften könnte sein, dass der Text im Mittelpunkt steht. Und zwar nicht nur der Text, sondern eigentlich alles, was Kommunikation hat. Also für mich ist Lehre in den Geistes- und Sozialwissenschaften vor allem diskursiv, sich dem Gegenstand eben sprachlich zu nähern und zu versuchen, Ideen irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist aus meiner Sicht das, was diese Fächer miteinander verbindet. Das heißt, im Wesentlichen ist es irgendwie eine Einübung in verschiedene Denkarten und die Auseinandersetzung auch mit, ja, zeitlich sehr entfernten Gedanken, zum Beispiel in der Philosophie, die können durchaus mal irgendwie ein paar tausend Jahre alt sein. Und das heißt auch überzeitlichen Diskurs, eben nicht nur den Diskurs im Seminar selber. Lehre in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist im Kern diskursive Lehre und ist vor allen Dingen Einbindung in das, was wissenschaftlichen Diskurs ausmacht, von Anfang an. Und die Herausforderung liegt darin, diese Verknüpfung zu möglichen Zukunftsfeldern zu bringen. Und das macht fachbezogene Hochschuldidaktik hier einfach auch besonders.